Ein wilder Flusslauf, darüber ein rotes Klinkerviadukt, wild wuchernde Baumriesen, weiße Rauchschwaden aus einem Autowrack. Ein junger Mann wäscht sein blutendes Knie. Das 10 Quadratmeter große Bild ist in der aktuellen Ausstellung im Kunstverein zu sehen. The Other Side heißt die Ausstellung, mit der der US-amerikanische Maler Hernán Bás erstmalig in Europa vorgestellt wird. Hernán Bás Werke ziehen den Betrachter in geheimnisvolle, surreale Landschaften. In ihnen wuchern Riesenschachtelhalme, urgeschichtliche Bäume, aber auch russische Zwiebelturmkulissen oder schaurige Festungsreste verbergen sich in der Pflanzenwelt. Man fällt in eine andere Welt, schrieb ein Besucher ins Gästebuch. Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung, denn Hernán Bás sieht auch seine Arbeiten tatsächlich wie so ein Bühnenraum. Also du vergleichst oft Malerei wie eine Bühne, in die man dann tatsächlich in eine andere Welt fällt. Und das sind oftmals Traumwelten, Fantasiewelten, die er aus der Malerei schafft, ohne direkte Vorbilder. Hernán Bás malt Geschichten. Auf einer Baustelle vertreibt sich ein Junge die Zeit mit Laserpointer-Experimenten. Ein anderer Junge ist fasziniert von einer vorbeifliegenden Libelle. Immer wieder begegnet man diesen melancholischen Jünglingen in nachdenklichen, verträumten oder auch traurigen Posen. Diese Figuren stellen eigentlich so ein Verbindungselement zwischen dem Betrachter und dem Bild dar. Es ist immer wieder, dass die eigentlich das Bildzentrum signalisieren. Das ist dort, wo wir hinschauen als Betrachter und uns auch identifizieren mit der Person, die dort ein bisschen verwundert in dieser fantastischen Landschaft oder auch in der Malerei steht, um sie zu entdecken. Hernán Bás ist 33 Jahre alt und bereits Shootingstar der US-amerikanischen Kunstszene. Hernán Bás ist eigentlich ein ganz eher schüchterner, ruhiger Maler. Ist in Miami aufgewachsen, seine Eltern kommen aus Kuba, sind dann nach Florida emigriert und dort in den Wäldern, nicht so sehr in der Stadt von Miami, sondern in den Wäldern von Florida ist er aufgewachsen, dadurch auch diese kindliche Neugier, ein bisschen in diese Abenteuersuche in den Wäldern, die durchaus in den Arbeiten Widerhall findet. The Other Side im Kunstverein endet am 29. April. Die Ausstellung muss man gesehen haben.